Und da wären wir da, liebe Gemeinde. Befehl. Wir haben soweit alles wieder hergerichtet. Ich habe jetzt aus Versehen schon die zweite Messe anlesen lassen. Aber ansonsten ist alles so wiederhergestellt, wie es vorher war. Mit der Ausnahme dessen, dass wir dieses Territorium noch einnehmen müssen. Denn da habe ich kurz geblinzelt, da hatten wir das Geld zusammen. Übrigens, Steuern wir normalisieren, weil wir die Leute komplett leergeräumt haben, das schneller wiederherzustellen. Wir haben das jetzt kurz mal in der alten Version wiederhergestellt. Denn ich habe einfach überlesen, dass da stand, nicht historisch kompatibel. Das war dann mein Fehler. Die meisten Karten sind halt von Natur aus kompatibel mit der History Edition. Aber jetzt sehen wir auch, hier ist ein Eimer. Ich nehme an, jetzt kriegen wir die Milch. Zack. Auf euren Befehl. In Ordnung, ich verstehe. Schon unterwegs. Wir können noch ein paar weitere Reparaturen befehlen. Aber die meisten Karten sind halt von sich aus einfach kompatibel mit der History Edition. Aber einige sind halt anders gebaut. Aufwendiger gebaut, auf eine Art und Weise, die dafür sorgt, dass die History Edition sich denkt, was ist das? Sehe ich nicht ein. Weigere ich mich. Wovor rennst du weg? Ach nee, du rennst zur Reparatur runter. Natürlich. So, jetzt müssen wir im Endeffekt nur daran arbeiten, Landwirtin zu werden. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Sehr gut, die ist also hergestellt. Kleidung und Nahrungsmittel brauchen wir. Wie viel Holz haben wir noch im Burglager? Okay, wir sind insgesamt bei 29 Holz, die wir noch haben. Ich würde sagen, wir verbieten einfach das Essen von Wurst. So kann die schön angesammelt werden. Die Leute können so ihren Käse essen. Und wir bewahren uns das restliche Holz, das wir dann brauchen werden, um ganz viele Holzfäller zu setzen, sobald es soweit ist. Alles klar. Die Nahrungsmittel sind das Einzige, was uns gerade in Reserve fehlt. Wir sollten mal wieder speichern. So. Aber gut. Komm schon, mach mehr Wurst. Das wird 10 Weilchen dauern, nehme ich an. Der Ausbau würde 6 kosten. Das ist Holz, das wir gerade nicht aufbringen wollen. Oder können. Sobald wir können, möchte ich in dieses Gebiet hier so 3 Holzfäller reinsetzen, das komplett leer räumen. Vielleicht ein auf unser Hauptgebiet? Ja, wahrscheinlich nicht. Okay, wir können. Steigen wir auf. Ich werde mein Bestes geben, euch zu dienen. Immer. Erfreulich zu hören. So, wir brauchen Ausbauten, Reinigungsgüter, Elder kommt bitte zu mir, Ehefrauen und einen Handelsposten. Jawohl. Okay, warum genau hat er mich jetzt entführt? Folge mir, wir müssen einen Besuch machen. Auf euren Befehl. Alles klar. Schon unterwegs. Ganz wie ihr wünscht. Jawohl. Machen wir einen Besuch. Bonuslager aus. Bringt doch gar nichts. Wir haben ein Burglager. Verstanden. Das Burglager hat etwa so viel Platz wie das Lagerhaus selbst. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Schon einen unterwegs. Winter her. Sofort. Schon unterwegs. Alles klar. Jawohl. Ei. Also für zufrieden. Schon unterwegs. Sofort. Schon unterwegs. Okay. Folgen wir den Leuten, die uns gekidnappt haben, einfach mal. Frieda, ich grüße dich. Ich habe Nachricht erhalten, dass du Hilfe brauchst. Ich habe unser gekidnapptes Mädchen hier mitgebracht, um das zu lösen. Sklavenarbeit nennt sich das. Ach, Freya, das Leben ist hart in unseren Zeiten. Wir sind wieder überfallen worden. Unser Warenhaus wurde geplündert und einige Siedler wurden schwer verletzt. Ja, Frieda. Thorolf kann leider nicht alle Siedler gleichzeitig schützen. Er kommt gegen diese heimtückischen Überfälle einfach nicht an.
Darf ich dir Elday vorstellen? Sie ist derzeit, nun ja, unser Gast. Elday? Du bist Elday? Ich war eine Freundin deiner Mutter. Ich kannte dich, als du noch sehr klein warst. Die meisten Kindesentführungen werden von Bekannten durchgeführt. Freya, weiß Torov eigentlich, wenn ihr hier gefangen haltet? Ich werde mal mit ihm reden. Guten Tag, Frieda. Ich kann mich leider nicht an euch und meine Eltern erinnern. Seit ich denken kann, kümmert sich König Harold rührend um mich und meine Ausbildung. Es tut mir sehr leid, was euch widerfahren ist. Wisst ihr, in wessen Auftrag die feindlichen Truppen kamen? Dieser König ist ganz und gar nicht rührend. Die Truppen kamen sicher in seinem Auftrag. Es ist eine Schande. Verfluchter Bastard. Nein, ihr müsst euch irren. Es ist einfach nicht möglich. Er versucht nur, sein Volk von den Angriffen der Wikinger zu schützen. Elday, du weißt nichts von den Dingen, die hier seit Jahren geschehen. Wie dem auch sei. Wir müssen uns jetzt um dringendere Probleme kümmern. Was brauchst du, Frieda? Wir brauchen vor allem Medizin für die Verletzten. Und schickt uns ein paar Lebensmittel. Warme Kleidung wäre auch sehr willkommen. Ein Karren wurde ausgesandt. Kleidung konnten wir jetzt direkt machen. Ich kenne mich mit der Heilkunde etwas aus und könnte eine Medizin herstellen. Wunderbar. Dann komm, Elle. Schnell zurück nach Thiasten. Jawohl. So sei es. Klamotten sind schon unterwegs. Vielleicht kriegen wir dafür jemanden coolen. Wurst muss noch hergestellt werden. Dein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Nein, Steinbruch. Bitte nicht. Halt noch durch. Wir haben ja nur... nicht so viel Reserve. Es sind weitere Arbeiter eingetroffen, die für uns arbeiten möchten. Es scheint sich herumgesprochen zu haben, dass wir Arbeitskräfte suchen. In Wildtreat haben Wölfe das Wildvorkommen fast ausgerottet. Vernichte die Wölfe, dann wird sie dir bestimmt erholen. Gebe dir ein paar Bogenschützen zur Hilfe. Ich werde derweil meinem Bruder Bericht erstatten und fragen, ob er uns einige Handwerker schicken kann. Wo sind die Schützen? Da sind die Schützen. Gruppe 2. Wie ihr wünscht. Ei. Gut. Was für Arbeiter haben wir denn bekommen in erster Linie? Holzfäller! Ich meine natürlich Holzfäller. Wie ihr wünscht. So, die können das Gebiet hier komplett bereinigen. Getreide kommen wir ran. Viehzucht ist immer noch keine Option. Nein, Viehzucht ist keine Option auf der Karte hier. Wir können den Fisch jetzt. Ja, fangen, aber wirklich was damit anfangen können wir nicht. Wir können ihn fangen, nur nicht an. Jetzt dürfen wir aber in erster Linie Sachen ausbauen. Zu wenig Holz. Sollten wir nicht. Großer Fehler. Das Holz brauchen wir für den Ausbau, die Ausbauten unserer Holzverlöten. Das mache ich ja für überalte Dinge. Setzen gleich noch einen vierten hier rein, sind wir ehrlich. Sind wir ehrlich mit uns selbst? Rode das komplette Gebiet komplett in Grund und Boden. Und jetzt kümmert euch darum. Dann müssten die Würsten jetzt gleich bereit sein, die wir gleich losschicken können. Ein Karren wurde ausgesandt. Die Wurst ist unterwegs. Befehl verstanden. In diesem Gebiet hier, wo das Wildvorkommen fast ausgerottet. Schon unterwegs. Das bedeutet aber, wir kriegen hier mehr Wild raus. Das ist gut. Auf euren Befehl.
Wie ihr wünscht. Jawohl, schon unterwegs. Da sind sie. Jawohl, Angriff. Ei. Befehl verstanden. Befehl verstanden. Jawohl. Ei. Ein Steinbruch ist... So, einmal kurz den Ruf der Stadt ein bisschen hochschieben. Angriff. Okay, das sind ganz schön viele. Ein Wildbestand hat sich regeneriert. Da ist noch ein Rudel, das kommt direkt hier runter zu uns. Sofort. Jawohl. In den Kampf. Kämpft weiter. Ein weiterer Wildbestand hat sich regeneriert. 300 für dieses Gebiet. Zwei Wildgebiete. Gerne. Den Außenposten setzen wir nach hier unten hin. Es gibt einige Territorien mit ausgeschöpften Minen. Wenn ich die Gebiete einnehme, kann ich die Minen vielleicht reaktivieren. Zugestimmt. Schon unterwegs. Der Steinbruch hier ist leer. Wir können da einmal ganz kurz auch selbst rübergehen und einen zweiten Steinmetz dahinsetzen. Wir können nun mit Thoralf handeln. Er schickt uns auch einige Handwerker. Oh. Ich sehe. Da hat sich eine große Stadt hier zusammengesetzt. Belange. Auf euren Befehl. So, warten wir auf, welche Handwerker ankommen. Wir haben einen Apotheker. Nun können wir die Ingredienz für die Medizin herstellen. Bäcker haben wir jetzt auch gekriegt. Gut, das heißt, wir können Brot herstellen. Wir können immer nicht räuchern. Das heißt, Fisch machen... Ah, das ist der Apotheker. Ich verstehe. Er braucht Getreide und Fisch. Gut, vergesst, was ich gesagt habe. Wir können mit dem Fisch doch was anfangen, außer das Zeug zu verkaufen. Zuerst möchte ich aber schauen, wo wir unsere Getreidefarm aufstellen wollen. Hier hinten in diese Ecke, denke ich. Eure Unebenheiten immer. So. Damit können wir auch am Brot rankommen. Zwei Fischer nach dahin setzen. Und wir müssen bedenken, wir sind hier in einer winterlichen Region. Wir brauchen... Das ist fruchtbarer Bodenspiel. Belüg mich nicht. So. Als Folge daraus setzen wir hier draußen noch ein bisschen was an mehr Getreide hin.
Der Boden ist doch bestimmt genug. So. Ein Steinbruch ist erschöpft. Schon? Das war enttäuschend. Schon unterwegs. Alles klar. Suchen wir uns die Gebiete mit den Minen. Nahrungsmittel gehen aus. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Das musste irgendwann geschehen, nicht wahr? Ei. So, Dalsbergen kostet halt 1000. Dafür gibt es hier viele Minen. Alles klar. Wie geht es mit diesem Gebiet hier aus? Denaret. Ganz wie ihr wünscht. Kostet 500 und hat wahrscheinlich auch eine Steinmine. Ort für ein Ort hier vor. Außerdem gibt es noch ein paar Kühe. Fehlt es an Stein. Oh, apropos. Schlag die zusammen. Ich werde angegriffen. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ei, auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Die stecken vor allem in diesem Gebiet hier drin. Die werden losziehen und unsere Herden zusammenschlagen. Schützen. Jawohl. Nachkommen. Stürmt los. Ich werde angegriffen. Komm schon. Okay, sie hat's hingekriegt. Ei. Befehl verstanden. Wir haben ein Territorium eingenommen. Befehl verstanden. 220, das ist drastisch günstiger. Schon unterwegs. Okay, das ist ein großer Steinbruch. Der Trip hat sich gelohnt. Sofort. Baut das Lagerhaus aus, baut die Burg einmal aus. Und sorgt euch immer ein bisschen was an Hygieneartikeln für die Stadt. So. Und so. Und jetzt können wir das nicht ausbauen, weil die Kirche noch nicht ausgebaut war. Was zugeben hast, schockierend ist. Stellen wir die Medizin her. Ah, brauchen wir noch Milch. Man nehme zerriebenen Stein aufgelöst in etwas Milch. Mit der Milch arbeiten wir. Der weite Zoom ist gewöhnungsbedürftig, aber ich mag den. Natürlich richten wir uns jetzt eine schöne Stadtmauer ein. Hier können wir ein bisschen Honig hinsetzen vor die Stadtmauer. Also machen wir die Mauer nach dahin. Und nach dahin. Natürlich bauen wir uns eine wunderschöne Mauer. Ziehen wir dann hier einmal außen rum. Bis nach hier hin. Vermont hat sich unser Stadtgebiet selbst hier in diesen Bereich hier so ein. Wir werden hier noch einmal ausschweifen in diese Richtung. Passt ein. Ah, wir können keinen Imker nach hier hinsetzen. Wir finden aber schon noch einen Platz für den Imker und für die Bienenstöcke. In Richtung dieses Tors.
Party können wir auch schon machen. Dann schmeißen wir die schon mal an. Nun muss ich meine Heilkraft einsetzen. Wir sollten öfter speichern. Das Heilkraut ist fertig. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich in der Apotheke zur Medizin verarbeiten. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So soll es sein. Gefällt mir soweit alles. Ehrlich, die sind zu langsam. Wir nehmen jetzt noch einen dritten dazu. Können wir mit denen handeln, nicht wahr? Nein, aber mit ihm können wir handeln. Und er verkauft uns diversen Kram. Wir können den Handelsposten bauen. Das machen wir auch mal. Vielleicht finden wir da gute Sachen, die uns ein bisschen aufstocken können. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. So. Das Mauern ist in erster Linie wieder das ästhetische Statement, das wir ausdrücken müssen. Eine Stadt braucht eine verdammte Mauer. Sonst weiß doch niemand, wo die Stadt beginnt und endet. Und wir haben zwei durchaus gut arbeitende Getreidefarmen. Das scheint nicht wirklich zu reichen. Oh, die hier passt nicht wirklich hin. Können wir diese Kuhweide noch ein bisschen weiter Richtung Süden verschieben? Nicht wirklich. Hier würde eine hinpassen. Okay, gut, dann kann hier später der Imker hin. Hier würde sogar noch eine Getreidefarm hinpassen. Na, dann kommt die hier hin. Aber belassen wir das hier später lieber auf diese Art und Weise. Da kann der mit der Bestellung dieser Felder helfen, von denen ich die Vermutung habe, dass wir ohnehin schon sehr viel haben, was das angeht. Gewissermaßen sogar schon zu viel. So. Und so. Okay, dann können wir also jederzeit Heilkräuter herstellen, wenn wir wollen. Ein Karren wurde ausgesandt. Befehl verstanden. Das ist gut. Dann arbeiten wir damit. Holz haben wir ohne Ende. Ich bräuchte noch ein bisschen mehr Party. Ja, dann können wir gleich sogar aufsteigen. Erst einmal speichern. Und schick die Medizin los. Ein Karren wurde ausgesandt.
Natürlich docken wir hier an, damit niemand einfach hier dran vorbeirennen kann, um in dieses Gebiet reinzukommen, wenn wir das in diese Richtung befestigen. Dafür müsste man schon den ganz langen Weg außenrum gehen, den wir vielleicht sogar auch noch abschließen können, wenn wir einen Anschluss an die ans Wasser finden würden oder gesetzt hätten. Das Burglager eigentlich schon voll? Ah ne, Holz ist einfach voll. Verstehe. Mit meinem neuen Titel werde ich euch und dem Himmel dienen. Weiter aufsteigen geht ohnehin nicht. Aber brauchen wir dafür. Minen. Lass den Gelogen 5 Minen erschließen. Ah. 15 Schafe bräuchten wir. Was macht der Handelsposten? Wir können Kräuter austauschen gegen Luxuswaren. Okay, das ist gut. Wir können einfach durchgehend hier Kräuter erschaffen. Wenn wir genug Milch zusammen bekämen. Was wir aktuell nicht so wirklich machen. Wir können nur noch mit Friede handeln. In Ordnung. Wolle, Fisch... Hat sie einen Handelspostenbauplatz irgendwo in der Region rumstehen? Nein, sie hat eine Pling-Ruine da. Gehen wir zur Ruine. Machen das Pling. Es sind weitere Arbeiter eingetroffen. Sie berichten von schweren Kämpfen im Süden. Von den Arbeitern sehe ich noch gar nichts. Elder reitet zu einer und sieht nach, ob er Hilfe braucht. Befehl verstanden. Auf euren Natürlich. Befehl. Sofort. Wir spielen hier gerade einfach den Stockholm-Syndrom-Simulator. Ah, Kleingeld. Alles klar. Alles klar. Was nun ist passiert? Habe ich gerade gehört, das Lagerhaus ist voll. Oh. Ein Karren wurde ausgesandt. Und jetzt ausbauen. Befehl verstanden. Sofort. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Befehl verstanden. Jawohl. Ganz wie ihr wünscht. So, 1000 setzen wir daran, dass wir hier die Minen wieder aufsetzen dürfen. Befehl verstanden. Auf euren Befehl. Ah, wir können jetzt Bögen. Wir können jetzt an Bögen ran. Verstehe. Wolle können, also Weber können wir jetzt auch nutzen. Aber wir können keine Schaffarm bauen im Moment. Wir haben ein Territorium eingenommen. Und die Milch reicht nicht so wirklich. Wir können hier vielleicht allen die Produktion verbieten. Lassen wir dem zu und verbieten dem hier. Wir brauchen außerdem mehr Kühe. Und Schafe. Wir haben 7 Schafe inzwischen schon. Stimmt, wir haben das Gebiet hier oben ja gerade genommen. Befehl verstanden. Machen wir uns auf den Weg, die Minen anzuschmeißen. Denn wir brauchen jetzt Eisen. Oh, hier oben gibt es noch einen Steinbruch, den ich übersehen habe. Ganz wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. 400 weitere. Jawohl. Ei. Schon unterwegs. 600. (kühm) 1200 Eisen haben wir damit hier rumliegen. Das Zeug wird uns nicht so schnell ausgehen. Schon unterwegs. Auf zur letzten Mine. Ah, wir haben aber keine... Wir haben keine Minenarbeiter. Das heißt, wir müssen, wenn wir Schützen haben wollen, das Eisen einkaufen bei Frieda. Clever von ihr. Sicherheitshalber nehmen wir uns aber schon eine Eisenreserve mit. Befehl verstanden.
unsere eiserne Reserve, wenn man so möchte. Jawohl. Jawohl. Befehl verstanden.